Die Klimakonferenz in Ägypten ist vor allem eines, sie ist teuer. Was hier wiederum von unserer Bundesregierung aufgeführt worden ist, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ich möchte all jene ganz herzlich willkommen heißen, die neu auf diesem Kanal dabei sind. Wer ebenfalls informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir drücken, ein Abo klicken und, wenn es nicht schnell genug gehen kann, natürlich auch noch die Glocke aktivieren. Als ob wir nicht genug Probleme hätten, beteiligen wir uns jetzt offensichtlich auch noch an den internationalen Klimareparationszahlungen. Ein sehr, sehr starkes Stück, wenn man sich anschaut, was eigentlich im eigenen Land los ist und wenn man sich ansieht, wie locker die Brieftasche des österreichischen Steuerzahlers bei dieser Klimakonferenz in Ägypten sitzt, dann muss man wirklich ins Staunen geraten, im negativen Sinne. Es war erst kürzlich der Bundespräsident dort, hat das Füllhorn über die Konferenz ausgeleert, 220 Millionen Euro österreichisches Steuergeld versprochen und die Klimaschutzministerin Gewessler hat das Ganze ja sogar noch bekanntermaßen auf 340 Millionen Euro Steuergeld erweitert. Wir Freiheitliche haben schon lange davor gewarnt, dass das sicherlich der nächste Akt sein wird, wie man unseren Steuerzahlern an die Pelle rücken kann. Jetzt werden wir offensichtlich auch für Klimawandel verantwortlich gemacht und diese Konferenzen dienen vor allem dazu, im großen Stil die Steuermilliarden in Richtung ärmerer Länder zu verteilen und in Ägypten sehen wir die ersten Ergebnisse bereits auf dem Verhandlungstisch. Ob das im Sinne des österreichischen Steuerzahlers ist, wage ich zu bezweifeln. Aus freiheitlicher Sicht sind diese ganzen Maßnahmen, die hier unter dem Deckmantel des Klimaschutzes getätigt werden, nichts anderes als eine ideologische Frage. Man schränkt ganz bewusst die letzten Freiheiten der Menschen noch ein. Man hindert sie an Mobilität, man hindert sie daran, sozusagen in Eigenverantwortung ihre Häuser so zu heizen, wie sie das möchten. Und ja, man bevormundet die Menschen einmal mehr. Und ich habe schon mehrfach auf diesem Kanal gesagt, mir kommt es so vor, als ob das auch Vorboten für ein Sozialpunkt des Systems sind. Denn erst dann, wenn der Bürger vollkommen abhängig ist vom Staat und von seinen Institutionen, erst dann kann man ihn auch entsprechend lenken und steuern. Das dürfte hinter dieser ganzen Klimadiskussion stehen. Mit unserer Klimaministerin Gewessler, ich habe sie ja bereits vorgestern auch schon geschildert, haben wir natürlich die erste Verbündete für genau diese Maßnahmen, die hier gesetzt werden. Die Frau Gewessler ist die erste, die ganz, ganz tief in die Tasche der österreichischen Steuerzahler greift und man möchte meinen, diese Herrschaften leben alle in einem Paralleluniversum. Wir wissen, dass wir eine noch nie dagewesene Teuerungskrise haben. Wir wissen, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten, ihre Kredite, ihren Strom, ihre Energie bezahlen können. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich auch den extrem teuren Treibstoff leisten können. Und gleichzeitig geht genau diese Ministerin her und bestraft die Menschen auch noch zusätzlich mit einer CO2-Steuer und mit einer Anhebung der Nova. Also man stellt sich schon die Frage, ob man jegliches Gefühl für die Menschen verloren hat. Und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, ob der Staat Österreich eine eigene Gelddruckmaschine hat. Wir wissen, dass wir ganz, ganz massive Budgetdefizite schreiben. Nichtsdestotrotz rennt man hier in Gutsherrn-Manier durch die Gegend und verteilt freihändig mit beiden Händen eigentlich unsere Steuergelder in ja, x-facher Milliardenhöhe. Also da muss man sich schon einmal darüber Gedanken machen, ob die Regierung noch verstanden hat, wofür sie eigentlich da ist und warum die Regierung jetzt in Zeiten mit diesen auch noch hergeht und wie gesagt mit vollen Händen das Geld ins Ausland verteilt. Meines Erachtens ein ganz globaler Plan, der hier umgesetzt wird. Die Klimaschutzmaßnahmen sind, wie bereits gesagt, ein Schlüssel dafür, den Menschen ihre Freiheiten zu nehmen, den Menschen gefügig zu machen und schlussendlich ja, ganz, ganz andere ideologische Ziele zu verwirklichen. Ich erinnere mich jetzt im Zusammenhang mit dem Herrn Bundespräsidenten, der hier unsere Steuermillionen verteilt hat, auch noch eine Aussage von Van der Bellen, dass er davon gesprochen hat, naja, man müsse halt jetzt die Zähne zusammenbeißen. Das ist schon sehr, sehr spannend, wenn er auf der einen Seite erkennt, dass es hier offensichtlich zu einer Diskussion und zu einer Problematik gekommen ist, die den Österreichern sehr, sehr viel abverlangt. Und auf der anderen Seite fahren wir nach Ägypten und verteilen dort das Geld. Also dort muss offensichtlich niemand die Zähne zusammenbeißen. Das gilt scheinbar nur für uns Österreicher. Wenn man sich die Diskussion rund um die sogenannte Klimakatastrophe anschaut, dann ist man natürlich sehr, sehr rasch an die Corona-Zeit erinnert.
Wenn man sich anschaut, was der Herr Guterres gesagt hat, also es ist jetzt quasi 11:55 und entweder wir bekommen den Klimawandel in den Griff oder die Menschheit rottet sich selbst aus, dann sieht man, dass hier ganz, ganz massiv mit Angst gearbeitet wird, ähnlich wie man auch bei Corona davon gesprochen hat. Jeder wird einmal jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Wir erinnern uns an Sebastian Kurz und seine düsteren Bilder von 100.000 Toten, die damals gezeichnet worden sind. Ist ja schlussendlich alles nicht so eingetreten und heute wissen wir, dass wir in vielen, vielen Bereichen auch belogen worden sind. Ja, und ähnlich religiös wird eben auch diese Klimadiskussion abgehandelt. Mit ähnlich vorgeschobenen Gründen greift man ganz, ganz massiv in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen ein. Und genau das dürfen wir uns in diesem Zusammenhang nicht gefallen lassen. Das heißt also, es ist dringend an der Zeit, die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie in erster Linie für uns Österreicher da zu sein hat, dass unsere Steuergelder auch unseren Bürgern zugutekommen sollen. Und man soll damit aufhören, ständig alle Probleme auf der Welt lösen zu wollen, die man schlussendlich auch nicht erstens lösen kann und für die man zweitens auch nicht verantwortlich ist. Österreich hat sehr, sehr effiziente Unternehmen. Wir arbeiten mit modernsten Maschinen. Ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Regelungen, die sicherstellen, dass wir mit unserer Energie sehr sorgsam umgehen. Das soll man natürlich so weitermachen. Aber nichtsdestotrotz hier schon wieder Gelder frei zu verteilen, wo man schlussendlich nicht einmal weiß, wo sie am Ende des Tages landen, ist ganz, ganz sicherlich nicht unser Zugang. Und noch etwas, ich kann mir das ja schon fast vorstellen, was als nächstes kommt. Irgendwann einmal werden natürlich dann auch noch, so wie wir es schon aus der Corona-Zeit kennen, die Klima-Lockdowns kommen und auch da wird man dann wieder ein neues Instrument haben, um die österreichische Bevölkerung entsprechend zu piesacken und zu segieren und ihnen schlussendlich die Rechte wegzunehmen. Die Hoffnung, die uns bleibt, ist aber allerdings jene, dass bis das soweit ist, keine Grünen mehr in der Regierung sind. Dafür werden wir arbeiten.